Hallo meine Lieben, jetzt wollte ich euch natürlich auch noch gleich noch kurz meine kleine, aber feine Neuzugängeliste im November zeigen. Und zwar ist ja einmal ein Rezi-Hörbuch bei mir eingezogen, das kleine Hörbuch von Innerem Frieden. Dieses habe ich natürlich auch schon gehört. Ja, also suppt es schon gar nicht mal rum. Dann habe ich mir gedacht gehabt, ich wollte natürlich mal so ein paar Weihnachtsromane shoppen und habe mir zwei sozusagen gegönnt. Einmal Weihnachten in Cornwall von Mila Sammer. Das will ich natürlich auch diesmal gleich im Dezember weglesen. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und hinten steht drauf der alljährliche Weihnachtsfluch der Amy. Jedes Jahr aufs neue Pleiten, Pech und Pannen beschert, sucht sie auch in diesem Jahr heim. Ja. Klingt auf jeden Fall, könnte lustig, könnte romantisch werden, so wie es vorne natürlich aussieht, sieht es natürlich sehr weihnachtlich und sehr zum Dahinschmachten aus. Also da bin ich schon sehr gespannt und werde es auch sofort mit Hoch und Heilig, werde ich es sofort im Dezember lesen. Genauso wie Kokos Makronenküsse von Karin Lindberg will ich auch sofort im Dezember lesen, kurz vor Weihnachten und alles geht schief. Die Musiklehrerin Luisa Zimmermann müsste sich eigentlich auf das große Konzert an ihrer Musikschule vorbereiten. Als sie doch in ihrer ohnehin schon prekären finanziellen Lage auch noch ihr geliebter Käfer den Geist aufgibt, verlässt sie vollends der Mut. Hilfe erhält sie von gänzlich unerwarteter Seite. Die Reparatur ihres Wagens ist aber an eine Bedingung geknüpft. Luisa soll Till heiraten. Zum Schein. Ja, mal gucken, was da alles noch so passiert. Dann habe ich mir gedacht, komm, es ist was Neues von deiner einen Reihe rausgekommen, die ich ja auch unbedingt mal beenden will. Und da ist der aktuelle neue Band erschienen, nämlich der 6. Band der Farbseher-Saga. Und es gibt ja 7 Bände, soll es werden. Und der 7. wird ja jetzt noch geschrieben. Das Vermächtnis der Alaburg. Und ich bin natürlich mega gespannt, wie es mit Like und Co. weitergeht. Wie das Abenteuer, was sozusagen entstanden ist, weiter fortgesetzt wird und was uns noch alles so erwarten wird. Und dann ist der letzte erste Kuss bei mir eingezogen. Der zweite Band dieser, wie auch immer Reihe, sie auch immer heißen mag. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, The Firsts Reihe. Und ich habe nämlich jetzt schon der letzte erste Blick und jetzt habe ich der letzte erste Kuss und der dritte heißt die letzte erste Nacht und dann gibt es glaube ich noch einen vierten und einen fünften, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, jetzt habe ich schon mal die ersten zwei Bände da und ja, die kann ich dann in Ruhe, sage ich jetzt mal, die anderen noch dazu sammeln. Ich habe jetzt erstmal noch meine Green Mountain Serie und ja, bis ich die dann fertig habe, kann ich dann getrost diese auch anfangen. Und auch immer so Monat für Monat einen so einen Liebesroman durchsuchten. Ja, zwei werden auf jeden Fall noch dieses Jahr gelesen. Also sind im Endeffekt nur zwei auf meinem Sub. Weil das Rezi-Hörbuch habe ich auch inzwischen schon gehört. Und ja, ich verlinke sie auf euch auf jeden Fall alle wieder unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr auch noch weihnachtliche Bücher sucht, die so ein bisschen romantiklich angehaucht sind und so ein bisschen ja zum Dahinschmelzen und einfach nur zum Reinfallen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, sie sind wie immer, ja, wie gesagt, unten in der Infobox verlinkt. Es sind diesmal nicht so viele Neuzugänge im November geworden, weil ihr wisst, Dezember steht vor der Tür und da ist natürlich Nikolaus und Weihnachten, wo es Christkindle kommt und ja, da wird man natürlich wieder reich beschenkt und ich wette, da ziehen auch jede Menge neue Bücher bei mir ein und deswegen bleibe ich da jetzt erstmal sozusagen noch ein bisschen locker und werde natürlich, wenn erst nach Weihnachten mir sozusagen noch fehlende Bände zulegen, aber vorher werden jetzt aktuell sonst außer Geschenke keine Bücher mehr bei mir einziehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!